Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren zu einer weiteren Folge von ESO. Wir sind wieder im Team unterwegs. Wir sind in Team. Und hallo. Wir haben jetzt auch alle Begleiter. Genau, der Mattes ist dabei und der Steven, aber das wisst ihr ja eh schon. Wo ist denn meine Katze eigentlich? Meine Katze? Die ist noch ein bisschen unter dir. Nee, meint seine. Meine? So. Auch eine Kitty Cat. Ach, da. Die sieht man gar nicht. Nun gut, wir machen mal die Hauptquest weiter und müssen nach Mathisen. Reiten wir dahin, oder? Ja. Doch, warum nicht? Können ja. Ach, guck mal, Steven, hast du gesehen, was der Mathis für ein schönes Pferd hat? Oh, ich finde das jetzt nicht so ansprechend, also. Ja. Ist nett. Schade, ne? Ja. Finde ich immer schön, wenn man dann so Wunden drückt. Mit Salz und so. Ich reite dir nach, ja. Weil du weißt, wo es lang geht. Ja. Richtung Norden jetzt einfach. Oh, bin vom Pferd gefallen. Nein, ich bin ganz froh mit meinem Pferd jetzt hier so. Kommt wenigstens nicht die ganze Zeit Konfetti aus dem Arsch geschossen. Oh, ein neues Stück. Oh, hier, warte, hier ist ein Buch. Für die Magiergilde. Dafür steige ich nicht ab. Bei mir nicht. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal schon eingesammelt. Na, du bestimmt schon, ja. Ja, stimmt, wenn ihr die Dolmendinger gemacht habt. Genau, so. Wir haben einmal gefarmt, 3 Stunden, glaube ich, und sind dabei auch an einigen Orten vorbeigekommen. So, hier ist er doch, unser Miezekätzchen. Jetzt einen neuen Knopf, den werden wir gleich mal ausprobieren. Ah, mein Freund, dieser dachte gerade an euch. Selbstverständlich nichts Persönliches. Ras bewertet all seine Anlagen nach dem Risiko. Jetzt kann ich nämlich reden, die hören mich nicht und ich höre die nicht, das ist toll. Ja, ja, wir sind hier, um Informationen zu sammeln und das eine oder andere Unrecht wieder gut zu machen. Und vielleicht auch, um ein paar Kehlen durchzuschneiden. Wir werden sehen, was der Tag so bringt. Quest abschließen. Ihr werdet perfekt dafür sein. Ihr werdet sehen, Ras hat ein Auge für solche Sachen. Ihre Majestät hat diesem eine Aufgabe übertragen. Spürt den Anführern des Schleiererbes nach. Die Spur des Schleiers führt hierher, nach Mathisen. Weithin bekannt für seine stählernen Klingen, ja? Aber anscheinend werden hier auch Waffen für Anarchisten geschmiedet. Ihr kontaktiert Agentin Fistale auf der Ostseite der Stadt. Dieser schleicht um ihr Haus herum. Dann treffen wir uns, um ihren Bericht zu besprechen. Zu schade, dass Ras so schön ist, ja? Das Erbe besteht aus Rassisten, nicht wahr? Schwachköpfe. Aber gefährliche, destabilisierende, rassistische Schwachköpfe. Wir müssen handeln. Ras könnte es allzu einfach dargestellt haben. Diese Altmer, jene, die den Schleier tragen, sie betrachten sich selbst nicht als Rassisten. Sie betrachten sich selbst nur als Angehörige einer allen anderen weit überlegenen Rasse. Auridon den Altmer. Katzen wie dieser, raus. Zu kurz geratene Elfen, raus. Niemand außer großen Leuten mit heller Haut und spitzen Ohren, soweit das Auge reicht. Langweilig, ja? Hm, na gut. Ihre Majestät vertraut euch. Ich glaube, das können wir mal lassen. Nur er hat so eingestellt, dass keiner sich mehr gegenseitig hört. Genau. Ich höre euch nicht, ihr hört mich nicht und jetzt bin ich wieder da. Wir treten jetzt den Rassisten in den Arsch. Ja. Ich sehe da gewisse Parallelen zu Ereignissen in unserem. Wo? Bereit. Ja, destabilisierende rassistische Idioten, die haben wir ja leider auch. Ja, das stimmt. So, ich hab jetzt, warte mal, hier ist der reumütige Sohn hier. Die besten Waffen im ganzen Dominion. Direkt hier in Mathisen geschmiedet. Frisch vom Amboss, wenn man so will. Quest hier? Kann ihr noch irgendwelche anderen Dudes anquatschen?
Auf jeden Fall. Wir sind hier eine Schmiedestadt. Wir versorgen die ersten Auridon-Seesoldaten, die Leibgarde der Königin mit Klingen und sogar die berühmten Waldläufer von den Dämmerranken. Nun, Malani ist der Stiftvogt und Kondalin der Meisterschmied. Wir machen immer Witze darüber. Sie kümmert sich um den Auftritt nach außen und er um die ganze Arbeit. Rede ich hier mit dem Richtigen? Das weiß ich auch noch nicht. Oh ja, billige Arbeitskräfte. Hier. Es gibt einige in der Stadt, die sie hassen. Aber wenigstens muss man sie nicht sonderlich gut bezahlen. Das klingt aber nicht sehr fair. Oh, ich weiß nicht. Sie versuchen es sicher, aber sie gehören nicht zu meinem Volk. Warum sollte man ihnen das gleiche zahlen wie einem geübten hochelfischen Arbeiter? Schmied bildet. Also der hier ist auf jeden Fall schon mal ein Idiot. Wieso? Ja. Weil er irgendwas von... Ach, man kann mit den allen reden hier, oder? Ja. Müssen wir jetzt rausfinden, wer die richtige ist. Ja, ja, oder sie. Was hat er einem eigentlich gesagt? Ja. Wir machen jetzt das Zusammensetzen der Teile, richtig? Nee, der verlorene Sohn. Das müsst ihr mit der einen noch quatschen, dann ist die Mission vorbei. Okay. Surka kommt den ganzen Weg aus Düne. Sie hat ein sehr lukratives Geschäft. Eine der besten Händlerinnen in Elsweyr. Und sie kann nicht ein einziges Treffen mit Kondalin oder Malani vereinbaren. So jemanden, der Vareldur kennt, das sind immer Namen. Der Name klingt nicht vertraut, nein. Diese ist viel zu sehr damit beschäftigt, rein gar nichts zu verkaufen, als dass sie die Namen der Einheimischen hätte lernen können. Ganz einfach. Diese ist eine Khajiit. Wäre sie irgendeine Hochelfenschwindlerin, bekäme sie die besten Angebote und die beste Ware. Aber weil sie nun einmal Fell und einen Schwanz hat, darum bekommt sie eben nur Schweigen zu hören. Dunkler Mond. Stumpfe Krallen. Beschäftigt. Sind die Krallen hier wirklich all den Ärger wert? Unter diesen Umständen nicht. Für euch, oder? Surka braucht nichts. Na gut, das ist mir jetzt hier zu nah. Wir müssen mit der auch noch reden, oder? Ja, du musst mit der quatschen. Ja, die bei den Zielscheiben steht, das ist, das war aus einem Gewölbe, die Quest, wirklich nicht nach reden die wir da ich versuche schon den ganzen hatten. Tag eine ruhige Minute zu finden. Ich muss für meinen Sohn beten. Ja, wie gesagt, Frage ist, ob ihr das jetzt schon nehmen wollt. Ja, ich bin seine Moment, Mutter. Hör noch eben zu. Warum? Er ist was? Nein! Oh, er ist lass tot. Mich das sehen! Ich habe ihm gesagt, er soll sich diesen... Oh, Quest abschließen, her mit der Kohle. Wie macht ihr das, dass ihr da immer so schnell durchgeht? Das geht doch gar nicht, wenn ihr die Story richtig hören wollt, oder? Ihr hört euch die Vertonung gar nicht an. Ja, nee, ich habe auch alle, bei dem Waffenschmied habe ich nicht alle Gesprächsoptionen durchgekriegt. Ein Moment. Was klingelt? Der Sushi-Mann ist da. Wenn der Sushi-Mann zweimal klingelt. Ja, oho. Schleiererbe, Hänzen, schwer, Hochelfenhandschuhe. Heißt schon, da kriegt man auf jeden Fall Erfahrung mit. 8% mehr Erfahrung durch alle getöteten Feinde. Achso, mit dem Training oder lehrend, wie heißt das denn nochmal? Ja, lehrend. Eigenschaft lehrend, ja genau. Da kann man sich zum Beispiel auch Rüstung herstellen. Alles auf lehrend, das gibt dann schon ganz schön Erfahrungspunkte Schub, wenn man die zum Beispiel damit dann von einem Dolmen zum anderen rennt, am besten noch mit so Schriftrollen Intus. Da levelt man schon recht schnell. Jetzt habe ich ja im Moment die Chance, wenn er nach der Sushi guckt, da habe ich ja ganz kurz mal die Chance hier zu looten, ohne dass er mir alles weglootet. Ja, ja, genau. Loote du mal in Ruhe. Hier, Ahorn. Das ist genau das, was ich brauche. Das war jetzt gerade die Frage. Wir machen jetzt die Quest. Ja, die eine aus dem Gewölbe, wo wir der Mutter gesagt haben, dass ihr Sohn tot ist, das war ja die aus dem Gewölbe.
wo wir die, das Tagebuch gefunden haben und mitgenommen hatten. Mhm. So, bin wir da. Und die Hauptquest ist jetzt das, wegen dem wir mit Rasumdar gesprochen haben, da sollen wir ja jetzt zu Pistalle. Ich bin hier unten am Wasser, hier liegt ein blaues Buch für das Zauberer-Dingsi-Bumsi. Ah, komm ich gleich mal angerannt. Siehst du, wo ich bin? Ja, ne? Ja, so ein kleines Krönchen, was springt. Na, sehr gut, mach das mal, ich geh mal da hinten abbauen. Ah ne, ich hab hier gar kein Buch mehr. Ja, die teilen sich manchmal eine Stelle, wo die auftauchen. Kann sein, wenn man das woanders eingesammelt hat, dass das da schon nicht mehr liegt für jemand anderen. Okay, dann gehe ich jetzt mal in die Fistales Haus. Ich komme mit. Ja, ich auch. Oh, ich glaube... Spoiler. Ja, ich wollte nicht spoilern, aber ja. Denn hier der Schäferhund? Das ist meiner. Ich wollte gerade klauen, aber hier ist jetzt jemand mit einem Dot auf dem Kopf. Ja, das ist nur ein anderer Spieler, das ist nicht schlimm, der kann ich ruhig sehen. So, das Buchregal haben wir auch. Kann das sein, dass meine Katze auf deinen Hund reagiert? Nee, ne? Nein. Ihn ja und einfach so vor sich hin. Keine weiteren Verzögerungen. Mach die Ladung fertig und zwar heute. Ich warte nur noch darauf, dass der Befehl gut, ankommt. Gut. Aber seht euch vor. Meine Männer berichten von Fremden in der Stadt. Haltet die Augen offen. Fremde in der Stadt. Okay, offensichtlich ist Rasumdar jetzt nicht mehr da, wo ihr er gerade war. Ihr habt die Königin gerettet. Mögen nee, das ist allerdings ein Ding, wo ich auch ganz lange drauf eingefallen bin, dass ich immer einfach dahin zurückgerannt bin, wo ich die Quest gestartet habe, um dann festzustellen, ups, Moment, da steht der Quest-Entwickler ja gar nicht mehr. Achso, ihr habt die Notiz schon? Jo, ja. Der ist hier unten. Oh, yeah. Aua. Ja, vielen Dank. Und wie geht es Vistale, mein Freund? Ras liebt ihr Lachen. Was hat sie erfahren? Ist tot. Tot? Dunkler Mond und stumpfe Krallen. Diese Fanatiker sollen verdammt sein. Lasst Ras mal sehen. Selbst im Tode lacht sie diese noch aus. Schlaues Mädchen. Es ist ein Code, der uns verrät, wen sie im Verdacht hatte. Und? Eine Idee? In ihr wird eine Ratte mit einer Klinge erwähnt. Kondalin ist der Schmiedemeister hier. Er leitet die Schmiede am anderen Ende der Stadt. Geht und seht nach, was ihr dort finden könnt. Und seid vorsichtig. Trefft euch mit Rasumdar auf der anderen Seite der Schmiede, sobald ihr fertig seid. Na gut. Du bist jetzt echt das Stück mit dem Pferd geritten? Ja. Eieiei. Das Wochenende. Ach sorry, okay, na dann ist okay. Hat er nicht gesagt, die Schmiede ist am anderen Ende der Stadt? Die Stadt ist anscheinend nicht sehr groß. Ja. Da liegt überall gratis Krempel rum. Und das muss aber alles stehlen, ne? Nein, das kannst du so mitnehmen. Kann ich dann nachher alles einschmelzen. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich habe gerade mein Inventar leer gemacht und ich jetzt hier schon wieder jeden Zahnstocher mitnehme. Das meiste aus den normalen Kisten dann in deinem Crafting-Bag. Sind also deswegen welche Crafting-Zutaten? Nee, hier liegen auch Schwerter und so weiter rum, also Rüstungsteile. Zum Einschmelzen. Und ich vermute mal, wenn der eine Schmiede hat, wird hier irgendwo so ein Teil sein. Ah, vielleicht können wir das eben verkaufen? Nee, nicht ganz, hier sind Feinde. Ja, das sind alles Feinde hier, ja.
hier ist das Schleiererbe bereits am Start. Hab ich mich jetzt erschrocken. Entschuldigung. Das ist echt widerlich. Das ist der Tentakel? Ja, ja. Was heißt ja wahr? Also gut, das muss man natürlich dem ganzen Loot-Dolmen-Ding so lassen. Da war halt mal richtig Action, ne? Ja. Hier ist ja nur so, da mal ein, hier mal ein. Ja, man gewöhnt sich durchaus dran. Jetzt haben wir hier die tollen Notizen, das war's schon. Schade, dass wir dich nicht hören können. Ich pinke mir die Hose voller. Wollen wir noch die anderen Dudes hier töten, gucken, ob ein bisschen Krempel rumliegt, den man brauchen kann, oder wollt ihr gleich zur Rasum da? Ja, den einen oder anderen können wir ja noch mitnehmen. Das ist eine gute Einstellung. 74 XP. So, und dann habe ich gesehen, dass er noch so ein Schmugglertunnel. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon machen können. Dann müssen wir hinten auf jeden Fall wieder raus. 7 Münzen ist jetzt nicht die Rede wert. Wachsernte-Experte. Alles klar. Ich habe ein Level in Wachsernte. Experte, was auch immer das bedeutet. Da bin ich jetzt selber überfragt. Du alter Großmeister, ist ja schade, dass da der Mensch, wie heißt er nochmal, der da im Discord aufgetaucht ist, nicht mitspielen kann, weil das ist ja Crossplay, das wusste ich nicht, dass das nicht geht. Ja, er auch nicht. Ja. Wieso kann er nicht mitspielen? Nee, der spielt auch für Playsy. Achso, dann können wir generell nicht zusammen spielen. Correct. Na, schöner Spaß. Was habt ihr gefunden? Rüstung liest du hier gefunden. Interessant. Ja, finde ich. Ras kennt Mathisens Stiftsvogt. Malani. Dieser hätte sie nie im Verdacht gehabt. Wenn sie den Schleier angelegt hat, macht sie hier wohl die Ansagen. Dass er. Jetzt steht eine Wache vor ihrer Tür. Ein komischer Posten für eine Wache, ja? Ihr überprüft das. Dieser hat eine andere Spur zu verfolgen. Okay. Wir sind ganz in der Nähe, mein Freund. Wir werden bald handeln. Okay. Fett. Ich hätte nur mehr von ihr erwartet. Dieser weiß, dass sie und die Königin einander regelmäßig geschrieben haben. Und jetzt auch nur daran zu denken, dass sie sich mit dem Erbe eingelassen hat. Ach, das beweist nur, dass auch gute Menschen dumme Dinge tun können. Okay. Wer mag sich eigentlich diesen Namen immer ausdenken? Schleiererbe oder? Malania. Ach so. Malanis. Ja. Hätte auch einfach Melanie heißen können, ne? Wäre auch in Ordnung gewesen. Ja, hat's abgedroschen. Auf dem einen Tisch waren übrigens noch 7 Goldmünzen. Oh. Ja, unser Mitspieler hat lange Finger und kurze Beine. Schön. Das Pferd braucht Auslauf. Ja, einen Auslauf, der anderen einen Lauf. Naja. Kommode. Schade, dass man dich nicht hören kann. Ich habe irgendwie einen Bogenskill bekommen. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es bekommen. Ich trage ja keinen Bogen. Ich habe jetzt diese Kommode da befummelt und weiß aber jetzt gar nicht, was da rausgekommen ist, außer dass wir wahrscheinlich jetzt wieder mit dem sprechen müssen. Ne? Ja, vielleicht genau. Irgendwas so. Haben wir da rausgesammelt. Also bis jetzt ist die Quest noch nicht so aufregend. Geht dahin, sammle eine Notiz, geht dahin, sammle noch eine Notiz. Ja,
Ja, vielleicht kommt das aus dem Gesamtkontext, dass wir vielleicht... Also vielleicht haben wir gerade eine mega krasse Quest gemacht, haben jetzt nur durch die Aufnahmepause sozusagen den Cliffhanger verpasst. Unser Freund hier war zu laut, musste ein wenig Spaß mit ihm haben. Was konntet ihr im Heim des Stiftsvogts erreichen? Die Uniform eines Offiziers. Es ist also wahr. Malanie führt das Erbe hier an. Diese Stadt ist von Grund auf erdorben. Was tun wir? Wenn die Wurzeln faulen, kann man nur noch eines tun. Sie mit Stumpf und Stiel ausreißen. Der hat zwei Piercings im die Ohr. Die Zeit im Schatten zu bleiben ist vorbei. Jetzt retten wir ins Licht. Okay. Na schön dann. Ihr vertraut Rasumdar, ja? Er muss euch darum bitten, ihm noch mehr zu vertrauen. Malanie, Kondalin, sie sind in der Kaserne der Stadt. Ihr müsst dort hinein und für eine Menge Lärm sorgen. Kondalin ist zu aufmerksam. Er weiß, dass wir hier sind. Wenn ihr da wie ein aufgeblasener Held hineinmarschiert und euch einfach festnehmen lasst, wird ihre Vorsicht danach darunter leiden. Dann findet euch der alte Ras, befreit euch und wir schlagen zu. Okay, für die Königin. Rasumdar vertraut euch. Die Entscheidung. Er weist ihm dieselbe Ehre und er wird... Habt ihr vielleicht etwas Besseres zu tun? Ich drück hier mal weiter. Ras teilt diese Geschichte. Okay. Und wieder mal geht's ins Gefängnis. Das wäre jetzt das zweite oder erst heute mal? Es kommt drauf an, wie oft haben sie sich denn beim Stehlen erwischt? Noch gar nicht, bin gut. So viel zu tun, so wenig Zeit. Wir sollten Malanie von dieser verdammten Katze erzählen, die hier herumschreit. Wenn Rasumdar in der Nähe ist, lässt der Ärger in der Regel nicht lange auf sich warten. Ey, sieh da, mit der Uniform, mit der grünen Kappe. Kein Zutritt hier. Ich bin eingeschworener Agent der Königin. Was ihr nicht sagt. Na schön, Held. Dann nur hinein mit euch. Das wäre einfach. Dann erstmal noch die Bücherregale benutzen, bevor es erledigen müssen. Ins Gefängnis geht. Damit man im Gefängnis was zu lesen hat. Ja. Ich guck vorher noch, was hier noch sonst so rumliegt. Wenn ich eh in den Knast komme, kann ich vorher ein paar Sachen klauen. Ja, meinst du nicht, dass der Knast hier anders ist als da, wo du sonst bist? Ja, der Quest-Knast ist wohl anders als der. Du hast geklaut, Knast. In dem Garten, du hast geklaut, oh, Knast war. Nee, ich wollte da gar nicht rein. Oh Gott. Seid ihr schon im Knast oder was? Ich bin in der Kaserne. Das ist ja richtig. Ich quatsch jetzt nur noch nicht mit der Tante. Oh, wait. Das war einfach nur um da hinten. Ich glaube, ich war hier schon mal drin, irgendwie kommt das bekannt vor, das Gebäude. Aber sie sehen alle gleich aus. Ich bin in der Unterkunft der Soldaten. Wir sind hier ein wenig beschäftigt, Reisender. Wenn ihr einfach... Nein. Verrat? Ihr wagt es, mich des Verrats zu bezichtigen? Hier? Seid ihr verrückt? Ja, hier, ich habe Beweise. Ihr kleiner Narr. Eiren, diese treulose Kuh. Sie ist diejenige, die man des Verrats bezichtigen sollte. Sie hat ihr eigenes Volk, die Altmer, verraten. Die Schleierkönigin wird schon bald gekrönt werden. Und ihr könnt uns nicht aufhalten. Ihr werdet gar nichts. Odendel, Kondalin, jetzt! Kondalin, kümmert euch um unseren Freund hier. Der haut einfach zu. Markus weg. Ich bin im Luxusknast. Seid ihr jetzt wach, schlafendes Kätzchen? Genau wie wir hofften. Für einen Anfänger habt ihr sehr gute Arbeit geleistet.
Was? Dieser würde niemals anmerken, dass er euch nun schon das zweite Mal befreit. Aus dem Gefängnis. Binnen nicht einmal eines Monats. Auf jeden... Was denkt ihr, was Ras getrieben hat, während ihr die Stadt durchsucht habt? Er hat genau hingesehen, Beobachtungen gemacht und Berechnungen angestellt. Was nun? Rasumdar schließt die Tür auf. Ihr geht und sucht Kondalin. Dieser sucht Malani. Seid aber vorsichtig. In der Nähe von Fistales Haus, Bastard. Trefft euch mit Ras in der Nähe der Schmiede, sobald ihr fertig seid. Bis dahin wird er wissen, wo Malani ist. Ich muss gestehen, dieses Ablenkungsmanöver habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe das Ablenkungsmanöver nicht verstanden und ich komme nicht raus. Kannst du nicht die Tür öffnen? Einfach mit E? Ne, ich weiß jetzt nicht, ob das ist, weil Steven davor steht, aber ich könnte die Tür nicht öffnen, ne. Ich auch nicht. Weil wir müssen jetzt diesen Kondian besiegen. Das geht von hier drin so schlecht. Kannst du die Tür von draußen aufmachen? Nee. Na, wenn wir uns auch Zeit hier drinnen feiern müssen. Das ist okay für mich. Wieso leuchte ich so grün? Warum kommen wir hier nicht raus? Okay, Scheiße. Nochmal ausloggen, einloggen? Ja, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also es hat Puff gemacht und dann war... Der macht das auf der anderen Seite. Ja, das Puff hat's gemacht, weil Rasumdar verschwunden ist. Und dann konnte ich die Tür benutzen. Also nur um das festzuhalten, nachdem du die Tür benutzt hast... Wobei denn? An welchem Punkt der Quest seid ihr denn jetzt? Auf besiege Kondalin, oder? Ja. Genau. Okay. Ich geh mal hier raus aus dem Ding. Ausgeloggt und eingeloggt und bis jetzt trotzdem. Warte mal, man kann doch irgendwie zu dir reisen, oder wie ging das nochmal? Ja, dann bist du am Wegschrein außen, draußen vor Martin. Das geht natürlich auch, dann müsstest du nur wieder in die Stadt reinlaufen. Aber das ist ja kein weiter Weg. Es wird einem auch gar nicht angezeigt. Ui. Sind wir denn da? Sind wir? Also einfach, wenn du das Gruppenfenster öffnest, auf meinen Namen rechtsklicken und dann zu mir reisen. Zu Spieler reisen. Ob den Schrein jetzt entdeckt dadurch. Also gut, ich meine, da ist natürlich klar, da hätten wir uns auch gar nicht einsperren lassen müssen, wenn wir so entkommen mit der schnellen Reisefunktion. Hoch. So, also reiten wir nochmal. Gehen Norden. Ne, wait, gehen Norden. Rechts runter. Da, ja. Also, jetzt bin ich in dem Haus drin wieder. Achso. Okay, ich warte mal vor dem Haus da drin. Da steht ja gleich kampfbereit. Schon mal angemeldet. Das ist nett. Dann kann ich mal kurz mal so eine Avocado-Rolle reindrücken. Also, nach wie vor kann ich dich kaum verstehen, Steven. Ja, weil ich mein Headset gerade weg vom Mund habe, damit ihr mich nicht schmatzen hört. Ich drücke gerade eine Avocado-Rolle rein. Ich hoffe, du meinst den Mund damit. Naja. Ja, ich habe gerade dasselbe gedacht. Muss am Alter liegen. So, Avocado-Rolle, bist du soweit? Noch nicht. Schmatz, schmatz. Ja, Avocado ist so eine glitschige Angelegenheit, ey. Ja, super fettig. Aber sehr gesund.
Das sagt man auch immer nur so, ne? Und zum Sushi passt er ganz annehmbar. So, los geht's. 3, 2, 1, bam! Auf die Tür. Prügelei. Schmeckt meine Tentakel. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Aua. Stahlschwert der Flamme. Haben wir nochmal über diese Tank-Eigenschaften gesprochen? Haben wir das geklärt jetzt? Ja, ich bin der Tank, ja. Naja, ich meine, da gab es irgendwas, was du machen musst, damit die nicht, sagen wir, auf mich... Achso, ja, diesen Skill, ja. Den kann ich jetzt schlecht benutzen, weil ich hier quasi nur halb im Spiel bin. Wenn nur eine Avocado-Rolle in der anderen Hand hat. Nee, jetzt ist es eine ganz normale Maki-Sake. Oder? Nee, ich nehme das mit Schnur. Maki-Sake. 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 Mhm. Und jetzt müssen wir wieder mit dem Kätzchen reden, also... Aber immerhin hatten wir jetzt einen Kampf. Von ungefähr 20 Sekunden, wenn wir aufrunden. Hey Katze. Der Stiftsvogt ist drinnen bei der Schmiede. Ja, kommt, mein Freund. Erledigen wir sie möglichst schnell, damit wir mit diesem Ort hier fertig sind. Okay, ich nehme mal schon meine Waffe in die Hand und dann geht's ab. Kämpft der Dude jetzt wenigstens mit? Ne, der hat sich mir verpisst. Wow, der ist nur noch Staub. Huch, was machst du denn hier? Ach, da runter müssen wir. In den Schmugglertunnel. So, jetzt will ich mal ein paar ordentliche Fights hier sehen. Mir dürstet nach Action, nach all der Stillsitzerei die ganze Woche. Ich bin kein Fight. Bist du schon da? Matches. Da. Ach, da. Mattes und Kommissar Rex. Huch. Ich will mal interessieren, ob das Spiel irgendwie an der Stelle ein bisschen... sagen wir mal, sensibel ist, oder ob meine Tastatur kaputt ist. Deine Tastatur. Das, weswegen? Weil ich manchmal Ausweichrollen mache, die ich nicht befehligt habe. Ach so. Ja, das passiert ja, mir auch aus, regelmäßig. Aus dem Grund habe ich das auch, diese Funktion halt auch umbelegt. Weil mir das auch ständig passiert ist. Also gut, ehrlicherweise muss man ja sagen, ich brauche die ja gar nicht, die Funktion. Das noch ist ja, meinst du, das braucht man hier im PvE? Ja, ja, in Dungeons brauchst du das auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung so, wenn du bestimmte Gegner triffst, die dich dann binden können. Ja, um dich da aus so einer Klammerung zu befreien, kannst du das auch benutzen, ja. Aber im Dungeon ist das auf jeden Fall wichtig, auf jeden Fall später, anfangs nicht so. Später, Veteranen wird das wichtig. Entschuldigung. Ich glaube, Steven ist im Blutrausch. Wir sind hier fertig. Im Blutrausch? Raselt den Gestank der Schmiede nicht mehr raus. Hab mich auch mittlerweile dazu entschieden, im Spiel die dunkle Bruderschaft nicht zu questen. Mhm. Weil ich hatte immer so ein Daily-Ding und dann, das ist so bescheuert. Daily Quest, geh in irgendeine Region, bring drei random Zivilisten um, geh dann in noch eine Region und das machst du dreimal. So wie bei der Diebesguild und habe ich direkt die Quest abgebrochen, bevor ich da einen getötet habe, gesagt, so, das ist mir zu stumpf. Und welche armen Zivilisten um zu killen? Ja, Daily Quests sind meistens sehr stumpf. Ja, aber
Ich sag mal, bei Liebesgilde macht es noch so ein bisschen Spaß und bringt dir halt diese komischen Erlasse. Aber als irgendwo hinreisen und sinnlos NPCs killen. So, als will ich einen Orden haben. Oh, Kätzchen, sag mal was, Kätzchen. Rasumdar will sagen, dass das ziemlich gut gelaufen ist. Dann erinnert er sich an Fistale und ihre Eltern. Sie wäre stolz, oder was? Ihr habt recht. Im Namen der Königin möchten wir euch danken. Eines Tages werdet Ras muss von unserem Erfolg hier berichten. Ihre Majestät wird zufrieden sein. Ich werde nach Himmelsbach zurückkehren und herausfinden, was man dort in Erfahrung bringen kann. Sprecht mit Hauptmann Tendel, wenn ihr dort angekommen seid. Er wird wissen, wo ich zu finden bin. Leuchttab. Bleiben die dann auch weg, oder wenn ich jetzt wieder in die Schmiede gehe, sind da wieder Gegner? Es ist von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Bei manchen bleiben die Gegner weg und bei einigen spawnen die immer wieder. Okay. Das ist gar kein Dorf, wo man so richtig mit interagieren kann, ja? Nee, außer der Waffenschmied, bei dem konnte man ja handeln. Ach ja, echt? Dann gehen wir da nochmal hin. Ja, ich bräuchte jetzt eher einen richtigen Schmied. Den finden wir in Himmelswacht. In Himmelswacht ist auf jeden Fall einer, ja. Ist ja gleich in der Ecke. Und da müssten wir jetzt auch als nächstes hin. Ja. Mal kurz checken, wie viel Platz ich noch habe im Inventar. Ach so, konnten man in Buckelwacht, konnten wir da Rucksackplätze holen? Ja, ne? Da gab es doch irgend so einen Dude, der das... Ja, da ist... ja, warte. Der ist, wenn du ja, auf den Parkplatz kommst. Rechts, wenn du hochgehst zu dem Schloss, beziehungsweise zu der Vogtei. Okay. Machen wir das gleich mal in der Pause, in der ich mir auch ein Bier hole. Die Hütte da drüben kannst du kaufen, Mark. Herrenhaus. Welche, die hier? Nee, ist Matissenherrenhaus. Das ist Richtung Süden, die große Hütte da. Ja. Du hast bestimmt auch nur 7.000-8.000 Kronen. Was hier? Ach, das sieht ja nett aus. Ja, aber die Aussicht ist nicht so schön, ne? Ne, es ist direkt ein dicker Berg vom... Ja, eigentlich... Klick mal auf Vorschau, mal gucken, was es macht. Steht da irgendwo ein Preis dran? Ist da ein Preisschild irgendwo in der Nähe? Wenn du in das Haus reingehst. Dann gibt's Bezahloptionen. Aber ich darf mir noch... Ah, Kaufoption F5. Ja, F5 ist jetzt blöd, dann gehe ich live auf Twitch. Ist auch blöd. Ja, machen wir das beim nächsten Mal. Dann drück mal auf den... Hast du auf deiner Tastatur den Punkt belegt? Das weiß ich nicht, aber ich bin schon wieder rausgekommen. Das ist nicht so wichtig, glaube ich. Also mir gefällt aber die Aussicht auch schon nicht. Also kostet 1.025.000 Gold, also ist mit Ingame-Geld zu verdienen. Kostet keine Kronen. Ah, dann hast du die Arschkarte, musst das Ding komplett selber einrichten. Ja, wieso Arschkarte? Das ist auch eine Sache, die Spaß machen kann. Das machen ganz viele. Ja, wenn du natürlich genug Rezepte und Zutaten hast, kein Problem. Ja, oder du kennst jemanden, der jemanden kennt, der was zu verkaufen hat. Ja, vielleicht sollten wir nochmal den Aufruf starten. Wer mitspielen will, möge sich melden. Wir brauchen dringend noch einen Heiler. Genau, und Tischler und Einrichter. Genau. Also, falls jemand Tine Wittler mit Sanitätsausbildung kennt, gerne melden. Ihr seid schon losgeritten, ja? Nein. Ich bin hinter dir. Ich bin gerade erst aus dem Haus rausgekommen. Ah, okay. Marc pirscht schon wieder vor. Ja, ich presche hier so vor. Warten wir mal. Dieser schöne Licht. Geht ihr schon mal los, ich hole euch ein. Ich habe immer die Hoffnung, dass ich dann trotzdem noch ein bisschen looten kann, aber ist ja jetzt wieder mit dem Jungen an der Backe nicht möglich. Wie meinst du jetzt? Du preschst aber in die falsche Richtung, oder? Sehe ich das
Wer? Du? Okay, war quer, fällt ein. Ja, nee. Da findet man immer noch manchmal was Interessantes. Eine Kiste, Rohstoffe. Hier ist ein komisches Gewölbe. Ein bisschen links von dir, Marc, müsste noch ein Buch liegen. Da waren wir doch gerade schon. Waren wir da noch schon? Bisschen links von mir. Ja, ich glaube hier oben, wo dieses Camping. Hier ist so ein Lagerplatz. Also, ich würde denken, ich war da schon, aber es liegt immer noch hier. Das ist ja interessant. Ich hätte gedacht, wir wären da schon gewesen. Schönen Campingurlaub zu zweit. Auch schön hier mal ein paar Bären und ein paar Wölfe. Was ist das denn hier für einer? Ah, perfekt, die Schmiede. Was sind das für ein Ding, sie hier? Frage. Ich denke, das wird sie uns hier erzählen. Ja. Die Statue also ist fast makellos. Ein perfektes Abbild einer lebenden Person. Wir schauen mal genauer hin. Die Statue fühlt sich warm an. Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht etwas in der Stadt geschehen? Löst das Mysterium um die verschlafene Siedlung Trümmerheim. Ja. Da bist du 5 Sekunden weg und schon haben sie etwas Neues gestellt. Wenn du dich immer einfach unerlaubt von der Gruppe entfernst. Das heißt noch. Unerlaubt, ob ich eine Erlaubnis dafür bräuchte. Vor allem mit den Worten, man findet immer interessante Sachen. Tja. Ja, gut. Das ist ein besseres Argument. Nehmt ihr die Quest an, dann würde ich schnell hinkommen. Wir sind schon drin. Ja, wir sind fertig. Quasi. Ja, nee, ich glaube nicht, aber. Wir machen es fertig. Trümmerhain entdeckt. Irgendwie ist diese Stadt plötzlich aufgetaucht. Also. Nö, die war einfach die ganze Zeit schon da. Echt? Die habe ich nicht gesehen. Okay, also hier ist der Lagerplatz von den Bänen. Sprecht mit Mero-Ormo. Mero-Ormo. Also ich habe hier Lamolaim oder Lamolaim. Ach, diese Statue, okay. Gut. Die sehen alle strange aus hier. Ich vermute, hier ist etwas. Schmiedestelle. Passiert. Eine Schmiedestelle gibt's hier. Hm? Wer seid ihr? Wartet, nicht wichtig. Ihr seid neu und keine Statue. Was ist damit kann ich arbeiten. Was mit den Leuten passiert? Ja, das war ich. Ich habe sie in Stein verwandelt. Aber aus gutem Grund. Es war der einzige Weg, sie vor den wilden Bestien zu schützen. Die Tiere hier sind für gewöhnlich sehr zahm. Die Energien im Wald. Jetzt sind sie bösartig und blutrünstig. Ich glaube, sie sind von Daedra besessen. Ich hatte einige meiner Lehrlinge an die Bestien verloren. Als ich es dann zurück in die Stadt geschafft hatte, wirkte ich einen Zauber, der alle schützen sollte. Ich hatte keine andere Wahl. Solange diese Kreaturen durch die Wälder streifen, sind wir in Gefahr. Ich glaube, die Monolithen in den Wäldern könnten etwas mit dem dädrischen Einfluss zu tun haben. Ja, klar. Zerstreut, wenn der dädrische Einfluss. Weiß, wir machen das mal ganz schnell durch hier. Ah. Lebt wohl. Na ja, klar. Was denn? Hier ist zum Beispiel ein Magierbuch. Wo ist hier? In so einem Haus. Da, wo. Links jetzt auch was. Verdorbene Nahrung. Aber immerhin das Feuer warum brennt. Warum geht ihr denn da rein? Wieso gehen wir nicht da rein? Weil da ein Buch drin liegt. Ihr geht einfach in ein Haus rein, einfach so. Oh. Ja, war nicht so. Keine Ahnung. Dann fahren wir mal ganz kurz einen Discord-Ausfall, ne? Oder irgendjemand ist reingekommen und wieder rausgegangen, man weiß alles nicht. Ja. Ja. Das könnte auch sein, ne? Verdorbene Nahrung, na, vielleicht nehme ich die mal nicht mit, ausnahmsweise. Oh, die ist aber wichtig für ein Trankrezept. Was sagst du jetzt, ja, um mich zu ärgern? Bin gleich wieder da, ich muss ganz kurz was erledigen. Ich bin auch gleich kurz mal weg. Nee, ich bin noch im Spiel. Ich bin nur hier einmal kurz in den Wald rein. Achso, meinst du das? Und gegen den Baum pieseln. Was?
Genau. Ich muss mich mal ganz kurz erleichtern. Aber interessante Sachen, die man in den Häusern findet. Findest du? Ja, ich habe Vorlagen gefunden, dann noch eine krasse Waffe, die mir einfach nichts bringt. Was denn für Vorlagen? Wix-Vorlagen? Nee, für ein Möbelstück. Es ist irgendwie schlimm, wie oft wir das gleiche denken. Muss das Alter sein. Ja, ich wollte auch ganz sagen. In dem Alter lacht man über solche Dinge. Also der 40 Humor. Wahrscheinlich habt ihr auch so eine WhatsApp-Gruppen, wo ihr dann immer so eine Bildchen hin und her schickt. Nee, ja, so. Wir nutzen Facebook. So. Humor, Humor. Facebook ja, wahrscheinlich, ist. Wahrscheinlich auch schon so Dad-Jokes jeden Tag. Warum werden denn hier Questmarker angezeigt? Wir müssen irgendwelche komischen Dinger ausschalten. Wir müssen diese aber Monolithe reinigen. Okay, ich drücke mich ordentlich aus, damit ihr das versteht. Also, warum wird mir hier ein Questmarker immer fürs Haus angezeigt? Macht das doch gar keinen Sinn. Sollen wir die Häuser looten? Nein, du musst raus aus dem Haus. Ich war draußen, dann hat es mir angezeigt, ich soll in das Haus gehen und hier irgendwas machen. Also hier ist der Questmarker im Haus. War das der Questmarker oder war das ein Spielermarker? Weil wenn ich jetzt hier stehe, dann sehe ich nämlich eine Tür mit den Gruppensymbolen da drauf. Ja, und ich war da vorne im Haus drin und bin gerade raus. Dann bist du wahrscheinlich hier hinterhergerannt. Da drin, jetzt sehe ich dein Krönchen und das Türsymbol. Ja, das mit dem Krönchen ist übrigens eine gute Sache. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal so, dass einer das Krönchen von euch trägt, weil erstens ist es schwer. Ich krieg's im Rücken. Und zweitens ist es gar nicht so schlecht, wenn ich euch damit auseinanderhalten kann. Ja, der Vorteil ist auch, also Mathis sollte es vielleicht bekommen, weil das Krönchen wird als einziges oben in der Map angezeigt. Und da Mathis ja so ein bisschen, naja, ab und zu mal hier ein bisschen Ahnung von dem Spiel hat, vielleicht verkehrt, wenn er vorgeht. Wenn ich schnell genug googeln. Ja. Also dafür gibt's eine App, die kannst du runterladen. Zum Googeln? So. Nee, für ESO. Jetzt hauen wir den Dingern mal auf die Mappe. Hier müssen wir gar nicht. Ist leider wieder ohne hauen. Das steht zerstört. Ah ne, warte mal, zerstreut. Okay, es steht zerstreut und ich habe zerstört gelesen. Also du kannst den Bär verprügeln, wenn du willst. Ja, bin ich schon dabei. Nehmen an, wenn einer das macht, zählt das für alle. Nein? Also muss jeder alle machen. Ja. Hallo Wolf, ich will dir nichts tun, ich komme aus Brandenburg, wir kennen uns doch. Ach, scheiß Vieh. Energie zerstreuen, los geht's. So. Aber ich sehe jetzt hier nicht, dass ich irgendwelche Wölfe töte, die sind ja schon tot. Nee, manche Viecher hier leben noch. Das sind ja die Bestien, vor denen der Typ sie geschützt hat, indem er sie in Stein verwandelt. Ich habe das Gefühl, du liest gar nicht die Texte. Ich höre mir die Texte an, die reden ja mit mir. Hörst du nicht zu? Da muss man mal sagen, es ist so bedauerlich, dass das heute schon gelobt wird, dass alles deutsch vertont ist. Aber das nicht mehr so üblich ist. Man kann heute nicht mehr erwarten, dass Spiele deutsch vertont sind. Hm, da ist ein Steinchen. Oh, da waren wir schon. Ich meine, hier ist so eine Scherbe der Macht. So, ich habe mich natürlich wie immer im Wald verlaufen. Gar kein Problem. Das bin ich. Verliere mal so ganz kurzfristig die Verbindung. Das Unfall-Typ kann sich teleportieren.
markieren. So, wo ist denn jetzt bloß der andere, der letzte? Ach, da in die Richtung. Ach, da hinten. Da, wo das bisschen da ist, quasi eine Himmelsscherbe. Ja, ich komme gleich. Hier ist ja noch der letzte Shrine. Oh, wait. Ich habe gespürt, wie sich das Feld aufgelöst hat. Ich muss mit euch reden. So, jetzt wird's hell. Zwei von drei Scherben. So, und was ist mit dir hier? Die Energie lässt nach. Aber die Tiere sind immer noch wilde Monster. Hm. Wir müssen etwas anderes versuchen. Wir brauchen einen Bären. Ich habe viel Zeit damit verbracht, diese Monolithen zu studieren. Ich muss mit einem Bär Freundschaft schließen? Ich muss es tun. Wir müssen diesen Tieren die dädrischen Energien entziehen. Naja, gut. Trefft mich mit eurem Freund. Okay, Tierversuche. Ich hab einen. Mir wurde meiner geklaut. Ich dachte, den teilen wir uns. Nee, glaubt, das geht nicht. Kommt der jetzt mit? Ja. Ach, das ist ja gruselig. Aber man kann leider nicht drauf herreiten. Ah, gut. Mal sehen, ob ich diese Kreatur vom dädrischen Einfluss befreien kann. Befreie du die Kreatur vom dädrischen Einfluss, ich befreie dich in der Zeit von deinen Wertsachen. Mark, wirklich? Ja, sag Mister, ich stehe schon an allen Kisten. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass ich nicht stolz passieren soll. Oh, wow. Ja. Und Flammen. Das sieht irgendwie nicht so aus wie ein Bär. Nee. Aber der Typ hier wirkt mir auch nicht so ganz geheuer, weil er verbotene Forschung betreibt. Das funktioniert nicht. Guck mal kurz im Obergeschoss, was stimmt hier überhaupt nicht. Ein Flammenatronach. Mein Zauber hätte ihn schreiend zurück in das Reich des Vergessens schicken sollen. Aber irgendetwas hat sich da eingemischt. In unserer Nähe befindet sich ein mächtiger Daedra. Ich weiß es jetzt. Ihr müsst ihn töten. Einen Augenblick. Ich kann etwas spüren. Es gibt eine Höhle nördlich von hier. Oh cool. Was auch immer aus seinem Kolleg rausgeworfen wurde. Doch hier liegt überall verdorbene Nahrung. So, wir müssen jetzt in irgendeine Höhle. Ich würde mal sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss für heute und nächste Folge gehen wir dann in die Höhle rein. Ich wahrscheinlich mit einem Bier oder einem anderen alkoholischen Getränk. Steven voller Taschen und bei Mattes weiß ich es gar nicht genau. Er wird auch. Ich warte. Na gut, erstmal tschüss. Tschüss. Tschüss sogar mit Bierkrug. Tschüss.